Hallo, ich bin der Ralf von Jütteland. Heute möchte ich euch ein Paddelboot vorstellen, was ziemlich einfach aus ein paar Holzstangen, drei Autoreifen und einige Gummis, die wir uns selber geschnitten haben, gebaut wird. Ihr seht, das ist eine relativ einfache, überschaubare Konstruktion, in der ich hier drin sitze. Und die stelle ich euch gleich vor, aber vorher mache ich noch eine kurze kleine Testfahrt. Baue ich jetzt aus wenigen Teilen ein Paddelboot oder man könnte auch sagen ein rustikales Packraft. Ist ja gerade in aller Munde. Einfache, leichte Schlauchboote, die gut zu transportieren sind. Was ich brauche, sind drei Autoreifen. Die haben wir hier schon aufgeblasen. Die kann ich mit einer Fußpumpe, mit einer Handpumpe vom Fahrrad aufpumpen oder ich habe einen kleinen Kompressor oder ich gehe an der Tankstelle durch. Dazu habe ich diese Gummis hier. Zeige ich euch gleich, wie die entstehen. Und noch Gummis mit Karabinerhake dran. Diese Gummis haben wir einfach aus dem vierten Reifen geschnitten, der nicht mehr dicht war. Den haben wir einfach da schön in kleine Segmente geschnitten. Die sehen dann so aus. Und da ich aber lange Gummis brauche, machen wir die einfach hier so zusammen. Seht ihr? Zack. Dann habe ich ein langer Gummi. Hier kann ich der Karabiner einhängen. Und dann habe ich mein Gummi, um die Reife zu verbinden.
mit diesen Gummis kann ich sowohl Reifen mit Reifen als auch Reifen mit Holz verbinden. Dazu ziehe ich den einfach hier durch in der Mitte und mache schon mal meine Stange fest. Das gleiche auf der anderen Seite. Vorne kann ich jetzt sogar auf der Karabiner verzichten, also an diese vier Stangeende, weil hier kann ich einfach den Gummi einmal hier durchziehen und rum und kann ihn dann wieder hier einhängen. So, und jetzt geht es nur noch darum, hier Brett und Reife zusammenzubringen. Also sprich, es soll diese zwei Reife zusammengefasst werden und es soll das Brett daran halten. Hier habe ich jetzt 1, 2, 3 dieser Ringe zusammen gemacht, weil es ziemlich anstrengend ist, hier mit nur zwei Gummis einmal um alles rumzukommen. Aber das machen wir jetzt einfach hier mit 3. Ja. Straffer. Ja, es könnte straffer sein, vielleicht machen wir es dann nachher doch nur mit 2, aber jetzt probieren wir mal, ob es so fährt. Einfache Mittel lässt sich ein Schlauchboot bauen, was man auch auf dem See ganz gut fahren kann. Allein ist vielleicht ein Kajakpaddel zu empfehlen, da dem Boot einfach der Kiel fehlt, dass es geradeaus fährt. Also der klassische Einer-Kanu ist ein bisschen schwieriger zu fahren, wenn man mit dem Paddel nur auf einer Seite paddeln möchte. Aber es geht, es funktioniert und zu zweit geht es sowieso wunderbar. Und ich kann natürlich auch 3er, 4er, 5er draus bauen, wenn ich genügend Reife und lang genug Stange habe. Ein Tipp möchte ich euch noch ins Herz legen, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid und das Wasser etwas wilder ist wie dieser kleine See hier, dann nehmt für jeden eine Schwimmweste mit. Und wenn ihr auf bewegtem Wasser seid, eignet sich noch eine Fangleine ganz gut, um dieses Boot auch, wenn man mal kentert und so weiter, dann einfach packen zu können. Und auch für Wertsache bietet sich irgendein wasserdichtes Gefäß an. Es lässt sich also auch zum Beispiel gut ein
Packsack da drüber binde. Wir haben ja auch schon beim Floßfahren mit dieser Konstruktion sind wir auf die andere Flussseite gewechselt, um zum Bäcker zu kommen. Dann war das Floß beladen mit einem Klapprad und einem Packsack für die Baguette für den Rückweg. Und dann funktioniert das alles. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Freue mich immer, wenn ihr wieder reinguckt. Lasst uns ein Abo da oder einen Daumen hoch. Und bis dahin, tschüss, euer Ralf von Jodelland.